Hallo zusammen und willkommen bei Kitchen Dad, der YouTube-Kanal für gesunde und kreative Kindermahlzeiten. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einer Wassermelone einen richtig coolen Hai machen könnt. Als erstes schneiden wir eine große Scheibe von der Wassermelone ab, sodass wir diese stabil hinstellen können. Wie ihr sehen könnt, muss ich nochmal nachschneiden, weil die Wassermelone zu stark gewackelt hat. Das erste Endstück, welches wir abgeschnitten haben, legen wir beiseite, weil wir diese Scheibe für später noch benötigen. Danach stellen wir uns die Melone so hin, wie wir uns die Form eines Haikopfes vorstellen können. Jetzt suchen wir die Einschnittstellen für den großen Maul. Wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr auch erstmal zwei kleine Einschnitte vornehmen und diese nach und nach vergrößern, bis ihr mit eurem Maul vom Hai zufrieden seid. Jetzt müssen wir die Wassermelone aushöhlen und das komplette Fruchtfleisch aus der Melone entfernen. Hierfür nutze ich anfangs unter anderem einen Eislöffel oder einen Eisportionierer, damit ich schöne runde Kugeln aus der Melone bekomme. Als nächstes bereiten wir die großen Zähne des Hais vor. Hierfür schneiden wir jeweils oben wie unten am Maulrand einen ca. 2 cm dicken Streifen. Dafür nutze ich ein scharfes kleines Messer und entferne die grüne Außenhaut der Wassermelone, so dass nur noch ein weißer 2 cm Rand vorhanden bleibt. Jetzt schneiden wir die scharfen und spitzen Zähne in den von uns vorbereiteten weißen Rand rein. Als nächstes bereiten wir die Augen für unseren Hai vor. Hierfür entferne ich die grüne Haut der Wassermelone an den zwei Stellen, wo unsere Augen hin sollen. Dies machen wir, damit es leichter für uns wird, zwei kurze Zahnstocher reinzustechen. Auf den zwei kleinen Zahnstocher können wir dann jeweils eine Blaubeere draufsetzen und unsere Haiaugen sind perfekt platziert. Nun nehmen wir die erste Scheibe, die wir zu Beginn abgeschnitten haben, und schneiden daraus unsere Haiflosse. Diese befestigen wir ebenfalls mit mehreren Streichhölzern auf die Rückseite der Wassermelone. Nun schneiden wir das entnommene Fruchtfleisch in Würfelform und füllen damit unseren fertigen Hai. Einige Wassermelonenstücke erhalten jeweils ein Streichholz, damit ihr diese einfacher mit euren Kids essen könnt. Und voilà, unser Wassermelonenhai ist fertig. Lasst es euch mit euren Lieben schmecken, so wie es uns geschmeckt hat. Guten Appetit! Was?
gucken, was es ist. Ja, ein Hai, ne? Ein Schaf. Ich kann essen, ne? Alles kannst du essen, ja. Aber du kannst auch hier essen, das kannst du essen, da. Kannst du nehmen, so.